So, und damit herzlich willkommen zum nächsten GPL-Kampf gegen den Captain Cringe. Ich bin ein bisschen aufgeregt und ich habe mich heute mal ein bisschen fein angezogen. Wir sehen hier nämlich ein wunderbares Jackett. Ich wollte nämlich mal wissen hier, ob es mir steht. Nee, ich habe gerade nur nicht wirklich einen Pulli, den ich anziehen konnte. Da dachte ich mir, komm, so mit einem Jackett oder so, ist es doch auch mal ein bisschen, da muss man die GPL mal ein bisschen geschäftlich nehmen hier so. Alles gut, trotzdem natürlich mit Cap, aber in Schwarz passt dazu. Also an die Modi-Gurus unter euch, alles gut. So. Ja, wir spielen in der GPL gegen Cringe. Ich muss sagen, die Vorbereitung hat mir nicht so viel Spaß gemacht wie sonst, weil er hat halt wieder ein ähnliches Team wie letzte Season. Und ja, da hat es mir persönlich, im Prinzip bereite ich mich zum dritten Mal jetzt auf das Team vor. Und irgendwann, weiß nicht, ist so ein bisschen die Luft raus. Das heißt, ja, was soll man sagen, das ist so ein Kampf, da denke ich mir, wenn ich den vorbei habe oder so, dann... dann geht's nächste Woche erstmal gegen Regi. Das Ding, die anderen Aufsteiger haben wenigstens quasi andere Teams, da war es vorbereitet wieder ein bisschen was Besseres. Aber ja, es ist halt Cringe Team, kann man nichts machen, hat er sich so entschieden, ist okay, kann man nichts dagegen sagen. Aber ich merke gerade, meine Webcam muss noch ein bisschen näher ran. So, oh, jetzt bin ich mal ein bisschen näher ran, dann seht ihr hier nochmal wunderschön dieses wunderbare Jackett, das mir irgendwie immer noch passt, obwohl es noch gar nicht so alt ist. Also obwohl es schon ein bisschen älter ist, man merkt, ich wachse nicht wirklich. Jetzt warte ich nur darauf, dass Cringe mich einlädt. Ich habe gesagt, dass er mich einladen, wenn er kann. Dann beiße ich nochmal von diesem wunderbaren Land, der er gab. Jetzt war es ja approved und ich esse in einem Video. Ich blöder Idiot, aber ich habe Hunger. Ich hatte halt noch nicht wirklich so viel zu essen. Nur einen Schnitzel und ein paar Pommes heute Mittag. Und deswegen warte ich, bis Cringe mir einlädt zu trinken. Habe ich noch was da. Wir nehmen auch nochmal einen Schluck, wenn wir gerade dabei sind. Sehr gut. Und wie gesagt, wir warten jetzt einfach nur. Was kann man denn zu Cringe Team alles sagen? Muss jetzt ein bisschen überbrücken. Er hat Mega Sherox, was, wenn er dabei hat, so oder so Shiny ist und Bratzi heißt. Es gibt halt, ja, es ist nicht witzig, aber es ist Cringe, er macht's trotzdem. Kyurem Black, was unfassbar gut reinhauen kann. Und dafür habe ich mir halt auch ein paar Sachen natürlich überlegt. Sherox ist ziemlich gut in dem kompletten Matchup hier. Weil Sherox kann, wenn er Smogmog nicht dabei hat, nach einem Schwertanz im Prinzip fast durch sein Team durchgehen, wenn es halt angeschlagen ist ein bisschen. Weil er halt sowas wie mit einem Bullet Punch einen Kyurem halt one-hitten kann. Käferbiss gegen Cresselia. Deswegen ist auch ein Grund, warum ich die Barbiri-Beere auf Kyurem erwarte oder auch die Anti-Käferbeere auf Cresselia. Das Interessante ist, wir spielen noch ein besonderes Item und eine besondere Attacke auf Sherox, denn ich habe die Bärenkräfte, die letzte Season mein Entei hatte, auf Sherox ein bisschen übertragen. Und wir spielen nämlich die Bärenkräfte Feuer mit der Ockerberry. Das ist zwar nur eine Stärke von 80, die die Attacke hat, aber sollte ich es nicht brauchen, habe ich immer noch die Anti-Feuerbeere, falls er eine random Kraftreserve eben drückt, falls Cresselia oder Kyurem diese, die Anti-Sherox-Bären quasi hat. Und ich weiß nicht, ob er mich nicht einlädt oder ob er einfach nur noch redet. Ich schreibe ihm mal nochmal. Go. Und dann nehmen wir nochmal ein Bissen. So. Ich warte nämlich, bis er mich einlädt. Dann machen wir das auch noch. Ich habe nämlich gesagt, er soll mich einladen. Weil er nimmt ja, glaube ich, auch live auf. Ich glaube, Cringe nimmt ja auch immer live auf. Deswegen wäre ich bereit. So. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr so mit mir ausgehen würdet. So, in ein Restaurant, für eine Currywurst oder so. Dauert noch ein bisschen. Oder soll ich ihn einladen? Ich weiß nicht. Ich lade ihn jetzt einfach mal ein. Ich meine, da ist der Cringy Boy. Ganz normal, ich möchte nicht mit ihm chatten. Das dauert gerade ein bisschen. Wir sind schon 5 Minuten drin und haben noch nicht mal eingeladen. So, ich fordere Cringy Boy raus. Ich hoffe, dass er annimmt. Den Kalk haben wir auch schon offen. Ja, was haben wir denn noch Tolles vorbereitet? Wenn er Chillerbell nicht dabei haben sollte, werde ich definitiv mit Kabutops leaden. Oh, meine Augen. Werde ich definitiv mit Kabutops leaden, denn ich möchte die Rocks rausbekommen. Die Rocks. Er hat nur Sherox, um sie wegzubekommen. Okay, er hat sogar angenommen, okay. Er hat nur Sherox dabei, um sie wegzubekommen. Und selbst kann er sie auch nur mit Mammut legen. Aber das ist auch ein Grund, warum ich glaube, dass Sherox mitkommt. Einfach weil ein physisch defensives Sherox ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuche es erneut. Oh, wow. Wenn jetzt die Server schon abkacken. Oh, wow.
War das jetzt echt der erste DC? Erster DC. Das verspricht was, ne? Wenn das Video 2 Stunden geht, tut's mir leid, aber... Ja. Wir sind beide noch online. Also waren es die Server. Das Interessante ist, das war jetzt quasi der allererste DC, den ich jemals in der GPL bekommen habe. Lief gleich weg, keine Sorge. Hoffentlich passiert das nicht im Kampf. Meine Sets habe ich ja, weil ich möchte nicht, dass ein Schiedsrichter irgendwie zur Hilfe brauchen. Deswegen, ich fordere ihn jetzt nochmal raus. Ich hoffe halt wirklich, dass wir jetzt nicht unbedingt einen DC bekommen, weil ich möchte halt meine Sets, die ich habe, gerade Xerox oder so, möchte ich halt nicht revealen. Deswegen, ja. Das ist, ich hoffe, wir kriegen echt keinen DC mitten im Kampf. Ich werde echt ein bisschen blöd. Aber wir hoffen einfach mal, dass alles glatt läuft. So, sind wir hier schon mal drin. Wir nehmen heute mal Musikstück 20. Ich weiß nicht, was es ist. Oh, mein Team ist legit. Werde die Pokémon, die teilnehmen sollen. So. Und wir sehen Mamutl. Okay, er hat Xerox nicht mal dabei. Das heißt, die Hidden Power Feuer ist gar nicht mal so... Die brauchen wir eigentlich gar nicht. Die brauchen wir eigentlich gar nicht. Das Ding ist, er hat Chillable nicht dabei. Was auf jeden Fall heißt, wir leaden mit Kabutops. Wir leaden, wie gesagt, eh mit Kabutops, um halt mal Safety Rocks rauszubekommen. Vielleicht leadet er ja mit Mamutl, um selbst quasi die Rocks rauszubekommen. Wir haben nämlich wieder, wie schon so oft, kein Defogger und kein Spinner. Also Kabutops kann selbst nicht die Sachen rauslegen. Das heißt, ja, wir leaden einfach mit Kabutops, um eben die Rocks nicht okay drücken. Ich habe den Screen vergessen. Den darf ich nicht vergessen. So. So, damit haben wir jetzt auch den Screen gemacht und hoffen einfach mal, dass alles vor allem DC-frei verläuft. Er hat echt nicht dran gedacht oder nicht, er hat wahrscheinlich hat nichts als wichtig empfunden und wir haben schon... Ich habe ein bisschen jetzt Angst vor einem DC und er schickt gleich mal die Bratze rein, was Mamutl ist, das war klar. Und da kommt Choki. Choki ist nämlich mein Kabutops. Und wir tragen ja eh den Sash. Was heißt, wir könnten jetzt auf jeden Fall die Tarnsteine rausbekommen, was sehr, sehr gut gegen Kyurem ist. Er kann auf Erdbeben gehen. Das kann er tun. Wir sind übrigens Adamant und Full Angriff und Initiative. Das heißt, wir können auf jeden Fall die Rocks rausbekommen. Weil ich merke gerade, er hat nicht wirklich einen Switch in Xerox. Okay, das heißt, wir klicken jetzt aber einfach mal auf die Tarnsteine. Die Tarnsteine möchte ich schon raus haben. Wir haben eh den Sash und danach aktiviert sich die Bruchrüstung. Wo er geht aufs Erdbeben und jetzt müsste eigentlich schon mal die Bruchrüstung kommen. Aktiviert sich die nur bei Berührung oder bei einer physischen Attacke? Jetzt kommt erstmal Fokusgurt und Bruchrüstung. Okay, das heißt, wir haben jetzt erhöhte Initiative. So. Das Ding ist, er ist wahrscheinlich eh Jolly. Und ja, am liebsten würde ich jetzt... Jetzt ist die Frage, sein Mamutl könnte halt selbst auch noch den Sash tragen. Möchte ich jetzt auf eine Wasserdüse gehen und er könnte halt in Dings wechseln, in Azumarill. Das Problem ist dann allerdings, wenn er in Azumarill geht, dass er dann halt, also nicht, 2 Wasserdüsen ist nicht so cool. Ich möchte aber, er wird, wenn, entweder geht er jetzt auf einen Eissplitter, oder er wechselt aus. Und keins meiner Mons möchte halt jetzt noch wirklich irgendwas fressen. Und ich würde eigentlich lieber vielleicht den potenziellen Sash kaputt machen. Deshalb gehe ich jetzt auf Wasser. Jetzt geht's schon los. Gehe ich jetzt auf Wasserdüse und kratze zumindest halt das Mamutl an. Oder wechselt er tatsächlich in Azumarill? Dann würde ich nämlich lieber auf Knockoff gehen, damit das Item von dem Ding schon mal weg ist. Was für Pokémon habe ich noch mal dabei? Ich glaube, er hat auf Erdbeben geklickt und nicht selbst die Tarnsteine rausgeholt. Ich glaube, dass er, was weiß ich, vielleicht gebannt ist oder so. Ich gehe jetzt auch mal auf Knockoff und hoffe einfach, dass er... Er geht sogar auf den Eissplitter, okay. Dann ist er wirklich safe gegangen. Das heißt, er hat Eissplitter, Erdbeben. So. Wir haben aber immerhin die Rocks rausbekommen.
Und er wird eh die Anti, also den Gefriertrockner noch spielen. Und hat auch noch einen Move. Gehe ich jetzt in Sherox und drücke Bullet Punch? Gehe ich jetzt in Sherox und drücke Bullet Punch? Er könnte jetzt halt, wie gesagt, immer noch Sash sein. Sherox ist aber so ein bisschen meine Wincon. Und habe ich irgendwas, um Mammutl zu outspeeden? Also er ist schon mal nicht Scarf oder Bandit, das ist klar. Ich könnte jetzt halt Manaphy reinholen, aber ich werde halt auch schneller sein und ein Scald trifft halt irgendwas schon mal ziemlich gut. Das heißt, Nidoqueen kann ich nicht reinholen, das ist klar. Mein Meloetta ist langsam, ich werde jetzt wahrscheinlich ein Scald. Ich denke mal, vielleicht ist das, vielleicht hätte ich doch eher auf Dings gehen sollen. Wir gehen, ich brauche halt Sherox. Sherox ist in der Hinsicht so ein bisschen die Wincon, die ich habe. Das heißt, wir gehen jetzt auf, wir gehen auf Manaphy und drücken einfach mal wahrscheinlich Scald. Klar ist, er könnte sowas wie Blitzer reinholen. Ich habe eine gerade KP-Anzahl, merke ich gerade. Stimmt. Ich fahre nämlich was ganz Besonderes auf dem Manaphy. Den Delegator mit einer Beere, die sich bei 25% aktiviert. Deshalb, schneller sind wir auf jeden Fall, weil wir wirklich sehr schnell sind. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal, gehen wir auf einen Sub. Gehen wir auf einen Sub. Weil er wird, wie gesagt, eh den Gefriertrockner haben. Und falls er auswechselt, ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal auf den gehen wir auf den Sub. Das ist gerade echt ein bisschen schwer. Ich weiß nicht, ob ich auf Sub klicken soll. Klar ist, Cresselia, dagegen kann ich mich eigentlich ganz gut mit Schweifglanz hochboosten. Er könnte einen Blitzer wechseln. Oder drücke ich einfach gleich einen Scald. Ich glaube, ich drücke einfach doch zur Sicherheit mal Scald. Wir drücken einfach Scald. So, und jetzt wird er wahrscheinlich den Sash haben. Ich sehe es kommen. Er hat tatsächlich, ich hätte auf Wasserdüse gehen sollen. Kriege ich den Burn-Crit, wow. Okay, und jetzt kommt die Notsituation. Das war gut. Jetzt erhöht sich nämlich schon meine Salka-Beere, meine Ingel geht hoch. Das ist blöd. Der Eissplitter ist in der Hinsicht jetzt auch, ich hätte auf Wasserdüse klicken sollen. Ich war mir nicht sicher, ich dachte, vielleicht geht er in Azumarill. Und ich wollte euch dann auch nicht, dass das Ding irgendwie ein Dings rausbekommt. Wie, aber in der Hinsicht ist Manaphy, glaube ich, gar nicht so wichtig. Ich könnte jetzt natürlich in Sherox gehen und Bullet Punch klicken. Er wird jetzt halt safe auf den Eissplitter gehen und dann möchte ich halt, wie gesagt, jetzt schon Sherox reinholen. Es läuft nicht so gut. Notsituation hätte ich gerade echt nicht mitgerannt. Ich hätte auf einen Sub gehen sollen. Ich hätte auf einen Sub gehen sollen, Mann. Wenn er jetzt halt auf einen. Gut. Das Ding ist nur, Manaphy bringt mir in der Hinsicht gar nicht mal mehr so viel. Da muss ich halt irgendwie gucken, dass ich mit meinen anderen Mons durchkomme. Aber ich glaube, ich klicke jetzt einfach auf einen. Auf den Scald. Er wird auf Eissplitter gehen, aber ich möchte Sherox da jetzt irgendwie kann nicht riskieren, dass er doch, ja guck, er geht wieder auf den Eissplitter. Ich möchte nur nicht riskieren, dass Sherox ein Dings bekommt. Ein Erdbeben abbekommt. Deswegen hole ich jetzt einfach Sherox rein und drücke auf Bullet Punch. So, wir holen Sherox rein. So, wir können jetzt zumindest Sherox halt reinholen. So. Und klicken auf den Patronenhieb. So. Weil wie gesagt, ich möchte nicht, dass da jetzt irgendwas kommt. Wir klicken auf den Patronenhieb. Vielleicht wechselt er natürlich auch aus in Cresselia oder in Blitzer oder irgendwas. Aber für Blitzer und Viscogon und zum Teil auch für Kyurem habe ich halt Meloetta mit der Assault Vest und die anderen Mons machen einfach nicht so viel Damage. Was mich gerade noch ein bisschen stört, ist, es leckt ein bisschen. Ich möchte nicht unbedingt, dass das, viel ausmacht. Also ich hoffe nicht, dass jetzt irgendwie noch ein DC kommt. Momentan ist eh noch alles unsicher. Momentan kann auch alles passieren. Und er geht auf Eissplitter, es macht aber nicht so viel Damage. So. Und Patronenhieb kommt. So. Und ich denke mal, dass jetzt, was könnte reinkommen? Es könnte Viscogon reinkommen. Es könnte ein Blitzer reinkommen, um auf den Volt Switch zu gehen. Immerhin habe ich jetzt schon mal seinen Mammutl down. Das hat mir ordentliche Probleme gemacht. Ich hätte auf die Wasserdüse gehen sollen, ich Vollidiot. Das war nicht so gut von mir. Okay, Mammutl ist weg und immerhin haben wir schon mal die Rocks draußen. Geht er jetzt in Cresselia? Nassen Wasser, okay. Er geht sogar in Viscogon.
Damit sollten wir aber eigentlich nicht so viele Probleme haben, weil ich da jetzt einfach in Meloetta gehen kann. Selbst ein Draco, wenn es, was weiß ich, Specs ist, macht nicht so viel Damage, wie man meinen sollte. Deswegen gehe ich jetzt in Nicki Minaj. Und wir gucken, er geht sogar auf den Flammenwurf, das heißt, es macht noch weniger Damage. So. Er kriegt den Flammenwurf-Burn. Oh, wow. Wow, wow, wow. So. Es kommt Cresselia. So, er wird safe in Cresselia gehen. Ich gehe aber auf die Ampelleuchte, weil ich möchte die potenzielle Anti-Käferbeere von Cresselia runter haben. Deshalb, er wird jetzt wahrscheinlich mit dem Zeichen rennen. Ich gehe auf eine Ampelleuchte. Einfach, wenn er auswechselt, also ich denke nicht, dass er drin bleiben wird. Er wird jetzt wahrscheinlich in Cresselia gehen. Und ich möchte eine potenzielle Anti-Käferbeere von Cresselia runter haben. Weil ich muss für Sherox ein bisschen alles vorbereiten. So. So gut sieht es momentan nicht aus. Okay, er bleibt sogar drin. Ampelleuchte, kann ich wenigstens die Verwirrung haben? Na danke, ich krieg die Verwirrung und er kriegt den Burn mit Dings. Hau dich jetzt aber selber. Hau dich selbst, hau dich selbst, hau dich selbst. Dankeschön, dankeschön. Oh wow. So, ich krieg weiterhin den Burn. Möchte ich jetzt auf einen Psyshock gehen? Eigentlich nicht. Schneller als Cresselia müsste ich sein. Ich gehe glaube ich doch auf einen Psyshock. Ich gehe jetzt einfach auf einen Psyshock. Ich möchte auch nicht riskieren, dass das Ding vielleicht Vegetarier hat. Energieball, klar, aber Psychoshock kommt. Das sollte jetzt auch ganz guten Damage machen. Ja, und jetzt, wenn er sich selber haut, ist das Ding raus. Hau dich selbst! Ja, Mann! Es tut mir leid, wenn ich mich gerade über sowas freue, aber gegen Cringe muss man sich über sowas freuen. Jetzt haben wir beide quasi schon mal zwei Mons verloren. 4-4. So. Ein Aquajet sollte aus der Range nicht ausreichen. Cresselia kann mir auch nicht so viel. Blitzer sollte auch nicht so viel Damage machen. Es sieht momentan noch ganz, ganz gut aus. Und wie gesagt, ich vermute immer noch die Anti-Stahlbeere auf Kyurem und die Anti-Käferbeere auf Cresselia. Ich nehme nochmal einen Schluck. Das Match macht mir jetzt schon zu schaffen. Bazis Haare. Okay, er holt Blitzer rein, tatsächlich. Ich muss aber sagen, ich habe keinen Grund, nicht auf Psychoschock zu klicken. Ich müsste auch einen Specs Donnerblitz, den müsste ich auch noch gut tanken können. Also, ich kann einfach auf Psyshock gehen. Ich gehe jetzt auf Psyshock. Er geht jetzt auf den Voltwechsel. Okay, dann geht jetzt wahrscheinlich Cresselia. Weil man sieht, er ist Specs. Der Typ ist Specs, wenn Volt Switch so viel Damage macht. Ich kalk's nochmal nach. Das sieht mir nämlich ziemlich, ziemlich stark aus. Und er holt einen Mond rein, okay. So. Jetzt kommt natürlich ein Psychoschock. Okay, so. Er hat die Leftovers drauf. Das ist auch sehr, sehr gut zu wissen. So. Was klar ist, ich habe nicht wirklich einen Switch dagegen. So, möchte ich jetzt auf Ampelleuchte klicken, weil wechseln kann ich nicht wirklich. Ich kann da nichts wirklich safe reinholen. Deswegen gehe ich auf die Ampelleuchte. So, Ampelleuchte kommt. Da hat er wie gesagt, ey, vielleicht drücke ich nochmal die Verwirrung. Gegen Cringe wäre das ganz cool. Nein, leider nicht. Okay, dann geht auf Mondschein. Wahrscheinlich wird er jetzt auf Cormine klicken. So. Was ich kalken wollte, war übrigens, da stimmt ein Jolteon mit Choice Specs gegen Meloetta, was mein Nicki Minaj ist. Oh, und ein Voltage. Ja, das sieht ziemlich danach aus, dass er Specs ist. So, und wir gehen jetzt einfach nochmal. Er wird wahrscheinlich eh nochmal gehen, aber wir gehen trotzdem nochmal auf eine Ampelleuchte. So. Und er wird wahrscheinlich nochmal auf Mondschein gehen. Und wir kriegen sogar nochmal die Verwirrung. Komm, hau dich selbst. Hau dich bitte nochmal selbst. Komm schon, hau dich bitte selbst. Okay, er geht wieder auf Mondschein. So. Jetzt ist eine Frage. Er hat wahrscheinlich eh die HP Fire drauf. So. Wenn ich jetzt Sherox reinhole. Normales Sherox als Schwerttänzer. Ich könnte jetzt natürlich auch Rotom reinholen und auf Donnerwelle klicken. Ich könnte auf Rotom gehen und auf Donnerwelle klicken und die Screens rausholen vielleicht. Ich könnte auf Rotom gehen und Cresselia paralysieren.
So, das war aber auf jeden Fall klar, was das ist. Okay, ich könnte natürlich aber auch Sherox reinholen. Und zwar Skizor ist hier mein Lil Bazi gegen Cresselia. Was da drin? Nehmen wir mal ein Core Mindset mit HP Fire. Die sollte nicht ausreichen. Hidden Power Fire. Nein, nein, nein. Die wird auf jeden Fall nicht ausreichen. Dann kann ich auf plus 2 gehen und ein plus 2 Bullet Punch. Und ich gehe auf Rotom. Ich glaube, ich werde an der Stelle sogar jetzt in Rotom gehen. Das Ding ist, Sherox ist in der Hinsicht so meine Win-Con zum Abschluss. So, jetzt haben wir nämlich Rotom. Und wir können jetzt auf Donnerwelle klicken. Ich weiß nicht, wird das riskieren und in Jolteon gehen? Oder hole ich zur Sicherheit erstmal das Lichtschild raus? Und dann klicke ich halt auf Donnerwelle. So ein paralysiertes Cresselia fände ich jetzt auch nicht schlecht. In Kyurem wird er nicht gehen wegen dem Irrlicht, glaube ich. Deswegen, ich glaube, ich gehe tatsächlich mal auf Donnerwelle. Ich möchte Cresselia paralysiert haben, wenn es geht. Gut, vielleicht geht er jetzt auch in Kyurem. Das wäre auch gut, wenn er in Kyurem geht. Ein paralysiertes Kyurem ist ein gutes Kyurem. Aber alles entschieden ist da, wie gesagt, noch nichts. Er ruft zurück. Geht er tatsächlich in Blitzer, weil er die Donnerwelle predicted? Ne, Platzhirsch, das ist Kyurem. Wir haben ein paralysiertes Kyurem Black. Wir haben ein paralysiertes Kyurem Black. So, Donnerwelle, go. So, okay, Kyurem Black ist paralysiert. Das freut mich gerade ziemlich. Denn jetzt kann ich ein Reflektor oder ein Lichtschild. Reflektor oder Lichtschild. Wir können jetzt auf jeden Fall, wir holen, glaube ich, wirklich einen, wir holen einen Reflektor, glaube ich, raus. Wir holen einen Reflektor raus, falls er mich doch mit Wutanfall angreifen sollte. Macht es weniger Damage, weil selbst wenn jetzt ein Icebeam kommt, können wir den, es ist paralysiert. Weil einerseits tut es mir natürlich leid, aber es tut so unfassbar gut, dass es gegen Cringe ist, ne? Deswegen können wir jetzt auch nochmal ein Lichtschild rausholen. So, das Problem ist, ich habe hier keinen Angriffsmove drauf. Das ist der Nachteil wiederum. Und Lichtschild haben wir jetzt auch noch draußen. Und Eisstrahl kommt und wir haben dazu noch die Beere. Das heißt, das macht jetzt auch nochmal weniger Damage. So, wow, das war, für den Kyurem war das sehr, sehr wenig Damage. Und er ist nicht Live-Orb. Er hat wahrscheinlich die Anti-Feuerbeere drauf. Das heißt, ich kann jetzt, ich müsste durch das Lichtschild auf jeden Fall einen Eisstrahl tanken können. Ich hoffe, wir müssen generell jetzt nochmal eine Attacke von mit Nidoqueen tanken können und können dann auf jeden Fall mal angreifen. So, hallo, Nidoqueen. Er geht wieder auf den Eisstrahl, aber das sollten wir eigentlich durchs Lichtschild tanken können. Wir haben auch ziemlich viel KP, richtig. Und er freest mich nicht, Gott sei Dank. So, okay. Jetzt ist die Frage, gehe ich auf die Schlammwoge, mache den Kyurem nochmal ordentlich Damage, predikte ich irgendwas? Ich glaube, ich gehe einfach auf eine Schlammwoge. Ich gehe auf eine Schlammwoge, weil falls Azumarill reinkommen sollte, falls er meint irgendwie, dass ich jetzt auf Focus Blast gehe oder so, wobei er eigentlich keinen Grund hat, nicht in Cresselia zu gehen. Für Cresselia habe ich den Spukball drauf. Und die Paare auf Kyurem war wichtig. Er könnte natürlich, Scarf würde glaube ich nicht sein, so Schlammwoge kommt, wir sind komplett offensiv. Macht sehr guten Damage, kriegt, okay, er geht auf die Drachenklaue, die sollte aber durch den Reflektor auch nicht ausreichen. So. Nochmal auf den, soll ich nochmal auf die Schlammwoge einfach gehen? Ich glaube, ich werde einfach auf die Schlammwoge an der Stelle gehen. Wobei, noch könnte ich auch, was macht gegen Jolteon? Ich will es wissen. Jolteon. Ah, verdammt, ich zitter gerade ein bisschen. Jolteon, all out attacking. Ein plus 2 Bullet Punch. Ups. Hui, jetzt war fast blöd gewesen. Ah, wir sind full attack, wir bleiben plus 2, macht ein Bullet Punch. Ein Bullet Punch kann ausreichen. 12% mal 2 ist 24, das heißt, er hätte noch 66%. Das ist halt 50% ungefähr, was es dann wäre. Möchte ich jetzt in Sherox gehen? Möchte ich in Sherox gehen und es riskieren? Er könnte halt auch ein Kyurem haben. Ah. Klar ist, ich könnte jetzt halt in Nidoking bleiben und danach könnte er eigentlich safe in Azumarill gehen. Oder riskiere ich jetzt halt, dass mein Sherox noch ein bisschen Schaden frisst, weil ich vielleicht Dings noch brauchen könnte gegen, wobei ich brauche Nidoqueen in der Hinsicht auch nicht mehr wirklich.
Ich glaube, ich klicke an der Stelle jetzt einfach nochmal auf eine Schlammwoge. Ja, richtig, weil Kyurem ist raus. Okay. Wie gesagt, jetzt wird höchstwahrscheinlich eher Azumare reinkommen und auf den Aqua Jet gehen. Und jetzt ist da auch Reflektor weg, das heißt, er wird jetzt safe in den Aqua Jet gehen. Nidoqueen. Haben wir hier unsere gute alte Eva gegen Azumare. Bazis Bauch, richtig. Das heißt, ein Choice Band Azumare wird mit einem Aqua Jet, wenn es Choice Banded ist, hat definitiv auch rein. Das ist ja eh klar. Aber weil ich kein Belly Drum oder so riskieren will, muss ich halt einfach auf die Schlammwoge gehen. Deswegen gehen wir auch auf die Schlammwoge. Wir gehen auf die Schlammwoge. Nidoqueen wird jetzt zwar down gehen. Wäre natürlich auch cool, wenn er jetzt overpredicted oder so und auf Kaskade geht und wir ihn outspeeden. Weil wir haben 84 in Investment, um zumindest Dings zu outspeeden. Cresselia. Noch ist alles offen. Wir haben noch eine richtig, richtig gute Chance. Am besten wäre es jetzt, wenn er overpredicted. Wie gesagt, das Match ist noch nicht gelaufen. Das Match ist wirklich noch gar nicht gelaufen. Cresselia hat die Leftovers. Das heißt, es kann nicht die Anti-Käferbeere haben. Das heißt, nach Tarnsteinen wird ein Käferbiss ausreichen. Und bei, wie gesagt, bei Blitzer ist es eine Roll. Von Blitzer tanke ich eine Ableuchte. Okay, er geht safe auf die Wasserdüse. Okay. So. War ein Crit, hat nicht gemattert. Okay. Und jetzt ist das Lichtschild auch weg. So. Mein Rotom hat auch defensives Investment. Und selbst wenn, er könnte halt gebandet sein. Was bedeutet, ich hole Rotom rein. So. Und ich kann mir vorstellen, dass da jetzt Blitzer kommt. Aber weil ich nicht weiß, er wird Azumare, glaube ich, er kennt meinen letzten Move nicht. Er weiß nicht, dass ich Irrlicht habe. Er denkt sich vielleicht auch hoffentlich, wenn jetzt die Para kommt, dass da Blitzer reinkommt. Und deshalb gehe ich, glaube ich, erstmal. Ich weiß halt immer noch nicht, ob er banned ist. Er muss ja nicht mal banned sein. Ich hoffe, dass er banned ist. Gehe ich auf ein Irrlicht? Oder nicht? Auf ein Irrlicht oder nicht? Was ich noch nachgucken wollte, stimmt. Full KP Azumare gegen Scizor. Gegen Scizor. Da ist es. Mache ich bei plus 2. Max Damage 78%. Ich glaube, ich werde an der Stelle sogar für ein Irrlicht gehen. Wenn Blitzer reinkommt, ist es da in der Hinsicht ganz praktisch. Und vielleicht bleibt er auch drin. Er ruft sogar zurück. Okay, dann kommt jetzt zumindest ein Irrlicht. Und er haut wieder Bazis Haare rein. Okay, das ist wieder Cresselia. Dann haben wir halt. Oh ne, stimmt, das ist ja tatsächlich Jolteon. Das Gute ist, wenn jetzt das Ding trifft, wird danach auf jeden Fall ein Ding ausreichen. So. So. Was ich mich jetzt frage, er ist Specs. Vom Schaden auf Meloetta. Meloetta 205. Das Ding hat ungefähr 50 gemacht. Mit einem Volt Switch. Das ist ungefähr ein Viertel. Das müsste mit einem Volt wechseln. War das Specs Schaden. So, möchte er jetzt safe auf die Ampelleuchte gehen? Rotom, tankst du eine Ampelleuchte? Ich bräuchte dich noch wegen Azumare. Rotom. Wo ist es? Hier ist Rotom Haze gegen Jolteon. All Out Attacking mit Signal Beam. Signal Beam. Es kann natürlich auch sein, dass er jetzt auf die HP Fire geht. Ein Signal Beam macht, wenn er Choice Specs ist, wird nicht mehr ausreichen, Signal Beam, ne? Oh, warte mal, es ist ja gegen Rotom von Jolteon. Scheu mit Wollabtäusch. Es sollte nicht ausreichen. Das heißt, wir könnten noch ein Lichtschild rausholen. Wir gehen jetzt nochmal auf ein Lichtschild. Er geht auf die Ampelleuchte, die sollte jetzt nicht ausreichen. Die reicht nicht aus. Er kriegt nicht die Verwirrung, wir können nochmal ein Lichtschild rausholen. Das heißt, Blitzer bekommt schon mal mehr Schaden. So. Und wir haben Lichtschild draußen, das heißt, wir werden jetzt in Cherox gehen. Wir gehen in Cherox.
Weil Rotom brauche ich noch. Ich kann einen Aquajet, kann ich von Dings eigentlich noch tanken, von Azumarill. So, jetzt gehen wir jetzt ein Minimir und es sollte hoffentlich wieder eine Ampelleuchte kommen. Wir gehen wieder auf die Ampelleuchte, die ist resisted. Die sollte nicht so viel Damage machen. Jetzt hau dich. Okay, krieg nicht die Verwirrung. Dankeschön, so. Okay, das heißt, wir könnten jetzt auf jeden Fall das Ding, wie viel mache ich mit einem, mit meinem Skizor? Hier, mit einem normalen Bullet Punch. Ein Bullet Punch macht 30-36%. Das sollte eigentlich noch nicht ausreichen. Und er ist eh wahrscheinlich in Ampelleuchte. Das heißt, ich werde jetzt auf Schwertanz klicken. Doch, ich werde auf den Schwertanz gehen. Er darf dann nur nicht die Verwirrung bekommen. Die darf er nicht bekommen. Deswegen, wir gehen jetzt auf den Schwertanz. Und er geht wieder auf die Ampelleuchte. Ich krieg jetzt nicht die Verwirrung, dann ist alles gut. Wenn du jetzt nicht die Verwirrung bekommst. Danke. Wir haben den Schwertanz schon mal rausbekommen. Okay. So. Das Ding ist, ich kann bei plus 2 ein Azumarill, wenn es Choice Band ist und halt Full KP hat, bei plus 2 nicht One-Hitten. So, selbst halt, wenn es Tarnsteinschaden bekommt. Azumarill hat halt schon mal ein bisschen Damage gefressen. Es würde zweimal Tarnsteinschaden bekommen, das heißt, es würde 24% der KP verlieren. Das heißt, es wäre auf 76%. Und dann würde ein Bullet Punch nur ausreichen. Ich muss nochmal auf einen Schwertanz gehen. Das Ding ist, ich muss leider nochmal auf einen Schwertanz gehen und hoffen, dass ich nicht jetzt die Para bekomme. Dann kann ich safe alles one-hitten. Deswegen, es tut mir leid, wenn ich jetzt zu greedy bin, verliere ich zu Recht. Aber ich muss nochmal auf Schwertanz klicken, damit ich Azumarill halt safe killen kann. Okay, krieg jetzt nicht die Para. Okay, danke. Und wir haben noch einen Schwertanz. Das müsste eigentlich GG sein, oder? So, Angriff steigt wieder. Wir sind jetzt auf plus 4. So. Und noch greediger muss ich nicht werden. Ich klicke jetzt einfach auf Bullet Punch. So, Patronieb kommt. So, Bazis Haare sind weg. Er hat jetzt nur noch Cresselia und Azumarill. Er hat die Lichtschild ist jetzt auch weg. Das war ja auch noch draußen. So. Ein Cresselia. Das Ding ist, wir sind halt auch auf Init getrimmt. Und was macht jetzt eine HP Fire? Hidden Power Fire. Das Lichtschild ist halt leider nicht mehr draußen. Es macht Max Damage 35%, wenn es defensiv ist. Wir haben mehr als die Hälfte. Warte mal, ich bin jetzt E plus 4. Jetzt habe ich irgendwas anderes geöffnet. Wir sind plus 4 mit Skizor. Ein Mond holt er rein, okay. So, hallo Lil Bazi. Du bist auf plus 4. Und das Ding hat einmal Tarnsteinschaden bekommen. Celia. Bullet Punch ist ein Two-Hit, aber das Ding ist, ich muss auf Käferbiss gehen. Outspeeden wir. Wir outspeeden, weil wir full init sind. Oder was heißt full init? Genug init haben. Bei plus 4 können wir jetzt Cresselia nehmen. Und jetzt müsste es eigentlich sein. Wir müssten jetzt auch noch Azumarill mit dem Bullet Punch rausnehmen können. Es müsste ein GG sein. Es kommt Bazis Bauch. Ich bin gerade so ultra froh, dass Xerox hier noch was macht. So. Selbst. Wir können jetzt einfach auf Patronieb klicken. Ein plus 4 Patronieb wird ausreichen. Und das müsste jetzt eigentlich ein GG sein. Wenn er sich in die Kaskade lockt, wird er nicht machen. Plus 4, das reicht aus. Patronenhieb kommt und Patronenhieb reicht aus und wir gewinnen gegen Cringe mit 2-0. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es war ein gutes Match. Das mit Ampelleuchte, die Verwirrung gegen Viscogon war nicht so cool. Dadurch, vor allem, da ich das da mit rausnehmen konnte. Aber trotzdem, oh, ich speichere zur Sicherheit trotzdem ab. Ich schreibe mir jetzt auch mal kurz ein GG. Und das mit Kyurem war in der Hinsicht auch ein bisschen ärgerlich. Aber ich habe von Anfang an gesagt, ich spiele gegen Cringe. Ich möchte ekelhaft spielen. Deswegen habe ich absichtlich auch die Donnerwelle drauf gespielt. Ich hoffe, das ist natürlich
Okay, Cringe ist eigentlich jemand, der sich über die Hexen nicht so beschwert. Das war zwar ärgerlich mit den Verwirrungen. Aber trotzdem, ich bin ultra froh, dass wir gewonnen haben. Puh. Warum habe ich haha geschrieben? Ich meine GG, meine ich. Das war dumm. Nachricht entfernen. So, ich hoffe, er hat es mir jetzt nicht übel genommen, dass ich gerade haha geschrieben habe. Es soll eine GG sein, die wir nehmen. Warte, er ruft mich gerade an. Also hat er mich jetzt gerade angerufen oder? Keine Ahnung, aber vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wenn wollt ihr das Sharkhead öfter sehen, dann schreibt mir in die Kommentare, wie gesagt, ob ihr mit mir so essen gehen würdet. Und wie gesagt, nochmal ein GG an Cringe. Er ruft mich auch gerade an. Er soll kurz chillen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten GBL-Kampf. Ich bin froh, dass ich gewonnen habe, auch wenn es wie gesagt ein bisschen hexlastig war. Und ich bin froh, dass Sherox zum Schluss noch die 3 Kills gemacht hat. Sherox hat endlich was gemacht, dafür habe ich es geholt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und guckt euch die anderen GPL-Kämpfer an und guckt euch den Kampf nochmal aus Cringe-Sicht an. Und dann würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao.